Unglaubliche Bilder aus Toledo, Ohio in den USA. Die Polizei veröffentlicht jetzt dieses Überwachungsvideo einer örtlichen McDonalds-Filiale vom Neujahrstag diesen Jahres. Weil ihre heißgeliebten Chicken Nuggets nicht auf der Frühstückskarte stehen, rastet diese junge Frau komplett aus und attackiert mehrere McDonalds-Mitarbeiter. Zunächst bekommt die MacDrive-Angestellte ihre Wut in Form von Schlägen ins Gesicht zu spüren, doch die Mitarbeiterin kann sich zur Wehr setzen. Zusammen mit herbeigeeilten Kollegen verriegelt sie den MacDrive-Schalter. Das aber macht die Nugget-Frau nun noch aggressiver. Mit einer Flasche zertrümmert sie schließlich die Scheibe. Die 25-jährige wurde später verhaftet und wegen Vandalismus angeklagt. Lokalen Medienberichten zufolge verbüßt die Frau derzeit dafür eine 60-tägige Haftstrafe. Zudem erhielt sie drei Jahre auf Bewährung sowie Hausverbot für das McDonald's-Restaurant. Die Sachschäden belaufen sich zu guter Letzt auf 1500 US-Dollar. Ziemlich teure Chicken McNuggets.